Ich weiß einfach nicht, wie ich es sagen soll. Ich weiß nicht, wie ich anfangen soll. Ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Deswegen sage ich euch einfach, dass ich nicht weiß, wie ich es anfangen soll, weil ich nicht weiß, wie ich sagen soll. Wisst ihr? Hochwasserhosen. Also, anfangen möchte ich dieses Video mit der Frage, warum Hochwasserhosen wieder angesagt sind. Ja, ich glaube, jetzt weiß ich wieder, wie ich anfangen muss, und zwar mit einer fetten Entschuldigung, weil ich mich nämlich schon sehr lange nicht mehr gemeldet habe. Ich glaube, das letzte Video ist jetzt auch schon mittlerweile wieder 4 Wochen her oder so. Das ist immer ein ganz komisches Phänomen. Also so zum Ende der Saison hin ist immer so ein bisschen die Luft und die Motivation raus. Ich weiß auch nicht, woran es liegt, aber am Anfang der Saison ist man halt noch so, ja, so richtig so tschakka, Alter, bang, boom, bam. Und will noch eine ganze Menge Videos produzieren und auch eine ganze Menge rumfahren, auch ohne Videos produzieren. Und zumindest mir geht es so in den letzten Jahren, dass, ich weiß nicht, so zum Schluss der Saison immer so ein bisschen die Luft raus ist, so generell mit Motorradfahren. Ja, 5 Kilometer weiter, der Stau ist zu Ende und ihr habt davon nichts mitbekommen. Ja, und ich bin so grundsätzlich ein Mensch, der immer hinterfragen muss, was er tut, ob das sinnvoll ist, was er macht. Und deswegen steht auch immer wieder im Raum so, ja, weiß nicht, Ende des Jahres steht halt für mich immer so im Raum, ob ich das Ganze hier noch so weiter betreibe wie zuvor oder ob ich es überhaupt noch weiter betreibe. Ja, und deswegen schwebt immer so am Ende des Jahres die Frage im Raum, mache ich das Ganze hier noch weiter oder mache ich es nicht weiter? Und die Frage kann ich euch jetzt noch nicht beantworten. Das heißt, ihr müsst dann quasi bis zum Saisonstart der nächsten Saison warten. Aber ihr solltet immer davon ausgehen, dass eventuell Schluss ist und ihr dann nichts mehr von mir hört. Und dieses Jahr möchte ich deswegen quasi eine Art Abschlussvideo machen. Also wie gesagt, es ist jetzt kein Abschied. Es könnte aber sein, dass es einer ist. Hört sich komisch an, aber ist so. Ach so, und ich habe tatsächlich vergessen, mich zu entschuldigen dafür, dass es kein Zuschauertreffen gegeben hat. Ich wollte ja Anfang letzten Monat irgendwie ein Zuschauertreffen machen. Oder Ende letzten Monat, ich weiß gar nicht mehr genau, im August auf jeden Fall. Das hat leider nicht so hingehauen. Gesundheitsmäßig ging es mir leider nicht so gut. Ich will ja aber auch gar nicht großartig rumheulen. Und dafür gibt es dann heute... Meine Fresse, Alter. Was ist denn hier schon wieder heute los? Naja, jedenfalls sorry dafür, dass es im letzten Monat halt kein Zuschauertreffen gab. Das, naja, ich kann halt nicht versprechen, dass wir das nächstes Jahr mal nachholen. Weil ich halt, wie gesagt, nicht weiß, ob es nächstes Jahr überhaupt noch weitergeht. Und das ist die falsche Straße. Ich muss ihn nicht abbiegen. Nun ja, für den Fall der Fälle, dass das hier doch ein Abschiedsvideo wird und ich nächstes Jahr keine Videos mehr mache, habe ich mir vorgenommen, heute noch einen kleinen Bike-Porn zu machen und das Ganze so ein bisschen ausklingen zu lassen, weil 10 Jahre YouTube ist schon eine ganz lange Zeit, finde ich. Da hat sich eine ganze Menge verändert und ja, auch YouTube hat sich in der Zeit extrem verändert, wie wir alle wissen. Also alle, die YouTube machen, die wissen das. Es ist heute extrem schwierig geworden, auf YouTube ein paar Zuschauer zu bekommen, wenn man, ja, man muss es leider so sagen. Also wenn du heutzutage auf YouTube keine Schwänze lutscht, dann bekommst du auch keine Zuschauer. Ja, und deswegen bin ich eigentlich extrem stolz darauf, dass das, was wir hier zusammen erreicht haben, dass wir das ohne Schwänze lutschen geschafft haben, also ohne an irgendwelchen Schwänzen zu nuckeln, so wie es ja heute leider üblich ist in der Motovlog-Branche. Ich werde da jetzt aber auch keine Namen nennen. Also man kann sich eigentlich die größten Motovlogger heutzutage anschauen und weiß ganz genau, die haben es nur geschafft, durch Friends zu lutschen. Und nicht durch Content oder was weiß ich was. Und das ist nun mal die Wahrheit. Das könnt ihr in den Kommentaren ja mal reinposten, ob ihr das genauso seht wie ich. Und das ist eigentlich auch der Grund, warum wir seit 2017 nicht mehr wachsen als Community. Was ich aber auch nicht weiter schlimm finde. Denn 16.000 Leute und ich glaube, ich habe jetzt 2,5 Millionen Views. Das muss man sich eigentlich mal reinziehen, wenn man sich das mal so bildlich veranschaulicht, wie viel Leute das eigentlich so sind. So 16.000 Leute, die einen abonniert haben, die passen mal locker so in so eine, was weiß ich, große Halle rein. Ja, das ist eigentlich so ein riesen Raum mit Konzertbesuchern voll. Und wenn ich das mal so sagen darf, zum Beispiel einer meiner Lieblingsbands, die Police aus den 80ern, 70ern, bei der Reunion-Tour haben die tatsächlich 2,5 Millionen Leute erreicht. Und wenn man bedenkt, dass
der Rucksack, aber nicht weiter sagen und auch die Hose. Oh mein Gott. Ja, ich glaube, ich fahre jetzt gerade in die... Nee, eigentlich nicht. Naja, jedenfalls hat Police hat auf der Reunion-Tour haben die 2,5 Millionen Leute erreicht. Und wenn man davon ausgeht, dass ich ebenfalls 2,5 Millionen Leute erreicht habe im Laufe der 10 Jahre hier auf YouTube, dann ist das schon echt krass, wenn man sich das mal so vorstellt. Und das mit Content, was nicht mit Wheelies überzogen ist oder weiß nicht, wo es am laufenden Band irgendwie nur Clickbait gibt. Ja, ich habe auch Clickbait gemacht, aber nicht in so einer Dimension wie Blackout zum Beispiel, der eigentlich am laufenden Band nur Clickbait macht. Was man auch ja so ein bisschen verstehen kann, weil er lebt ja nun mal auch davon. Aber das ist wieder mal ein ganz anderes Thema. Jeder muss ja irgendwie selber mit sich klarkommen und dann morgens oder abends in den Spiegel schauen können. Also ich könnte es nicht, aber jeder Mensch ist ja anders und das verurteile ich auch gar nicht. Auf jeden Fall wollte ich mal ein ganz fettes Danke raushauen, dass ihr mich all die Jahre unterstützt habt und all die ganzen Jahre dann meine Videos geschaut habt. Das ist natürlich auch nicht selbstverständlich. Und das finde ich extrem krass, was ihr da so im Laufe der Jahre selber auf die Beine gestellt habt mit mir zusammen. Und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wo ich jetzt hin muss. So als Fun Fact nebenbei, heute treffe ich mich mit Spike, also sorry, falls du das hier siehst, dann tut es mir jetzt schon mal leid, dass ich zu spät komme. Aber es gab ein bisschen Stau und ja, aus der halben Stunde zu spät kommen, ist dann anscheinend eine Dreiviertelstunde geworden, ist jetzt aber auch nicht so schlimm, glaube ich, Alter. Ja, jedenfalls nach den letzten 10 Jahren bleibt mir nichts anderes übrig, als zu sagen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen, vielen lieben Dank für die letzten 10 Jahre, vielen lieben Dank für den ganzen Support, den ihr mir gegeben habt. Das werde ich euch niemals vergessen, auch wenn nächstes Jahr vielleicht Schluss sein sollte. Vielleicht aber auch nicht. Wir wissen es wie gesagt noch nicht. Und dann sage ich Ciao mit V. Rinnehauen.